Moin moin und herzlich willkommen auf meinem Gaming-Kanal. Canis Lupus hier. Wir fangen heute ein neues Video an. Blasphemous war jetzt vor kurzem bei Steam im Angebot, roundabout 6 Euro. Ich habe es schon lange auf der Wunschliste gehabt, habe jetzt mal zugeschlagen und mal schauen, wie es wird. Ist ein Jump-and-Run-Hack-and-Slash-Spiel. Soll ja sehr gute Bewertung haben, ist von 2019, schon ein bisschen älter. Der zweite Teil ist auch vor kurzem rausgekommen, aber ich fange jetzt mal wirklich hier mit der Reihe an. Fangen wir mit dem ersten Spiel an. Ich glaube so roundabout zwischen 13 und 15 Stunden Gameplay. Gehen wir rein. Gucken wir uns die Sache gemeinsam mal an. Viel Spaß dabei. So, Patch Notes gleich am Anfang. Ein neues, durch eine komplett neue Quest freischaltbares Ende wurde dem Hauptspiel hinzugefügt. Nett. In Custodia ist nun ein komplett neues Gebiet namens Trauer und Chaos verfügbar. Bruderschaft der stummen Trauer und Echos von Salz wurden vergrößert und bieten nun mehr zu erkunden. Oh, ist aber eine Menge hier, ey. Na gut, das lese ich jetzt hier nicht alles vor. So, kurz ins Optionsmenü. Sprache gibt's Englisch, Spanisch. Da lassen wir Englisch. Tipps im Spiel können wir noch anzeigen lassen. Erweiterter Zugang. Gut. Bild. Vollbild. Konfiguration. V-Sync aktiviert. Ton. Kann, denke ich mal, auch alles hoch bleiben. Ja, legen wir los. Es ist nicht die Sonne, die aufsteigt. Es sind unsere Sünden. Anonym. Because it is my guilt, I claim your grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shape my guilt once again. And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. Bruderschaft der stummen Trauer. So, gehen wir mal rein. Sehr biblisch alles. Aber es sieht nett aus.
Gallenflaschen. Drücke linken Button, um einer eurer Gallenflaschen zu leeren und so eure Lebenskraft wieder zu erfüllen. Die Flaschen werden frisch befüllt, indem ihr an einem Betpult niederkniet. Findet leere Flaschen, um die maximale Menge zu erhöhen, die ihr tragen könnt. Okay. Wollen wir uns gleich nochmal in der Rind dröhnen. Und dann abgefahrene Kulisse hier auf alle Fälle. Okay, geil, sliden. Drücke Y, um einen Betpult niederzuknien, euer Spiel zu speichern, eure Gesundheit und eure Flaschen wieder aufzufüllen. Sterbt ihr, werdet das Spiel am letzten Betpult, das ihr aufgesucht habt, neu gestartet. Ruhepausen führen zum Wiedererscheinen von Gegnern. Okay. Ja. Fetter Sound, ey. Gleich hier schon mal. Ich kann nicht durch ihn durchrutschen. Okay. Ich muss quasi hinter ihn rutschen. Steckt aber schon gut ein, ey. Der war jetzt nicht so gut. Schön nah an ihm dranbleiben. Und jetzt haben wir ihn gleich. Erledigt. Besiege den Wart der stummen Trauer. Haben wir gemacht. Requiem Aeternum. Mal schön die Suppe über die Sicht gekippt. Schlüssel zur Kammer des ältesten Bruders benötigt, um diese Türen zu öffnen. Gut, dann suchen wir die mal. Drückig, was soll am. Ach, okay. Die heilige Linie. Was hat er uns hier zu erzählen? Voll. Regretful be the heart, penitent one. The anguish of the eldest brother has now come to an end. I am Deo Gracias. Witness to and narrator of the acts of the grievous miracle. Such is my penance, as yours is silence. The cradle of affliction is what you seek.
this can be found in the Mother of Mothers of the Churches. It is a remote place separated from the rest of these lands by a great, sacred, and forbidden door. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations to gain access to what they guard. One of them must be performed in the high mountains, covered in thick blankets of snow and ice. Another in the depths of a dark, entombed church where the sleeper lies. And the last one, at the end of the trail, carved by moans that claw their way out of an iron spiral. In the bowels of the bell named Hondo that grows into the earth. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. Having grown, with more thorns sprouting from it, writhe over the figure of the father carved into the knob. That will mean that you are at the mercy of the grievous miracle, whether for its punishment or its forgiveness. Inventar. Ihr findet alle eure Objekte im Inventar. Drückt während des Spiels, um euer Inventar zu öffnen. Okay. Even a wise penitent like me knows nothing. Achso, das haben wir ja gerade gemacht. Gut. Muss ich denn jetzt hier, Ach, hier kann ich einen Pin setzen, okay. Ne, gut. Abspeichern auf alle Fälle eben mal. Da kriegen wir auch Leben wieder voll oben. Und auf alle Fälle schon mal abgefahrene Charakterzeichnung hier. Das sieht alles sehr surreal aus. So, er will uns doch hier bestimmt nicht shootet. Was sieht's da? Krieg den scheiß Rahmen darunter ja? Nee. So, Fortschritt in die Technik. Parieren, Kontern, Vergeltungsschalt. Drücke rechten Button für Parieren. Mit diesem Manöver könnt ihr schwache Angriffe kontern und schwere Hiebe umlenken. Drückt während des Parierens im Moment des Angriffs X, um einen Vergeltungsschlag auszuführen. Dies erhöht die Kraft des Hiebes und bewirkt bei manchen Gegnern Betäubung. Okay. Gut, funktioniert. Oh, hat er uns erwischt. Oh. Aber ich habe eine heftige Reichweite. Die kommen ja teilweise ja nicht ran hier. Oh. Richtig Modder hier. Erlangt. Wäre die Aale. Was? So schnell konnte ich nicht lesen. Um dieses Gebiet zu nutzen, müsst ihr das Inventar öffnen, um es auszurüsten. Was muss ich ausrüsten? Hä? Gut. Hier. Wer die Aales des Gottverlassenen. Okay, ausrüsten. Gebete und Imbrust. Rüstet ein Gebet aus eurem Inventar aus und drückt dann linke Taste, um es aufzurufen. Gebete und einige Kampftechniken verursachen Imbrunst. Führt Angriffe durch und
exekutiert Gegner, um eure Imbrunstleiste aufzufüllen. So, die ist schon mal voll. Dann kann ich ja hier schon mal... Ah, abgefahren. Okay. Naja, komm. Da oben ist auch noch mal so einer. Aber... Boah. Wie komme ich da oben hin? Oh, er hat aber auch nicht gute Reichweite. Komme ich hier hoch? Ich habe gerade den Raben getötet. Naja, gut. Boah. So, warte mal, jetzt muss ich ja erstmal hier so ein... Kriege ich ihn noch so kaputt? Ne, da muss ich hoch. Hm, jetzt sitzt er natürlich schön auf der Kante. Okay. Ah, muss hier schon im richtigen Moment blocken. Ah, scheiße, da wollte ich nie rein. Geil, dass er sich hier festhält. Den Rahmen kriegt Donny weg, sehe ich gerade. Ja. So, fortgeschrittene Technik. Luftsprung. Drücke in der Luft. Rechte Taste und X, um nach einem Treffer weiter aufzustrecken. Ihr könnt diese Aktion zweimal ausführen, bevor ihr landen müsst. Okay. Ich habe es nicht ganz verstanden. So, das war irgendein Gimmick, was wir hier gekriegt haben. Ihr findet sie in der ganzen Custodia in Käfige gesperrt. Ihr könnt sie mit jeder euch zur Verfügung stehenden Technik befreien. Kinder des Mondlichts. Gut. Zu langsam. Muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt sind mir die Getränke ausgegangen. Gut, werde hier mal einen Cut machen. Echt geiles Spiel. Hat eine abgefahrene Geschichte, abgefahrene Charakter. Gameplay-technisch bis jetzt noch so ein bisschen Standard, aber ist auch halt Jump and Run und Hack and Slash, wa? Also da muss man jetzt auch nicht viel mehr erwarten. Ich werde da dranbleiben, macht Laune. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, ciao.